Jo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flive. Und ja, warum kam gestern kein Stream und warum kommt jetzt heute ein Video, wobei ich ja gesagt habe, dass ich wahrscheinlich das ganze Wochenende nur streamen werde, ist einfach Nicer Charname Eventlager-Tante. Sehr schön, gefällt mir. Ist einfach, ich war jetzt heute doch nicht wirklich in der Stimmung zum Streamen und ja, warum genau ist eigentlich nicht relevant. What the fuck? Also es ist nicht mein Char. Ich drücke jetzt einfach mal auf okay, what the fuck? Ich werde manchmal random angehandelt. Aber Casanova 2 hatte ich jetzt schon lange nicht mehr im Video. Also jetzt denkt er, ich bin Noob oder was? Oh Gott. Du wirst jetzt gleich leicht verarscht vorkommen, was ich jetzt gleich anziehen werde. Oh, von Träumer ist das. Okay. Oh Gott. Na gut, also, auf jeden Fall, ich habe gestern gesagt, ich habe eine Donation bekommen. Oh Gott, ist das random, Alter. Es ist nichts gekauft. Ich kenne den Typen nicht. Keine Ahnung, was das jetzt ist. What the fuck, ist einfach komplett random. Die ist jetzt, glaube ich, sehr relativ viel wert, oder? Internet, ja, aber es ist ja keiner, es ist einfach, es ist so random. Ich weiß es nicht. Mir fehlen die Worte. Ich bin froh, dass ich gerade auf Aufnahme gedrückt habe und das nicht davor passiert ist. Also genau, also ich habe eine Donation bekommen von Eugro, dem Weisen. Also danke dir nochmal, Bro. Ich habe es im letzten Video leider vergessen, weil ich so fuck müde war. Das ist mir am Ende noch eingefallen. Aber ich wollte einfach auf jeden Fall ein gesondertes Video drüber machen, weil das jetzt... Weil die Donation ist extrem nice. Also das schon mal zuallererst. Also wirklich nochmal fett danke dir. Es ist wirklich sehr viel gewesen. Ich habe wie immer ihn erstmal gefragt, ob er sich auch wirklich sicher ist. Und zwar, wer meint dann, er zockt einfach nur noch andere Games und Flive macht ihm einfach keinen Spaß mehr. Und... Naja, mein Gott, wenn er so fühlt, dann macht es ja doch einfach keinen Sinn mehr. Und, genau. Haben wir da auf jeden Fall noch kurz geschrieben. Auf jeden Fall ist es jetzt so, die Donation ist sehr, sag ich mal, werttechnisch nice. Das Problem ist, itemtechnisch ist sie sehr unpraktisch für mein Ziel, mir ein neues Set zu kaufen. Denn es ist leider genau das Zeug, was ich tatsächlich brauche, um momentan meine Chars oder meinen Plan weiterzuentwickeln, den ich momentan habe. Und zwar, er hat mir im Endeffekt ein komplettes Schmuckset, ein komplettes CS-Set und ein komplettes Set geschenkt. Also im Endeffekt hat er mir alles außer eine Waffe gegeben. Und jetzt ist es so, das ist ein Cruiser-Set plus 10, was er mir gegeben hat. Leider eins für Ranger, weil der Helm hat minus 10 STR. Aber es hat halt 40% ADK, ich glaube 24 Crit Damage. Ne, 27 waren es, oder? 11 und 6, ja genau, 27, nicht 24. Crit Damage. Und die Suit ist sogar nice gestattet. Also, naja, ein Dex, ein SDR, aber trotzdem. Ich meine, meine Sachen sind gar nicht gestattet. Und 8 Crit-Rate, also sehr nice Gauns. Sogar, an die FP hebt sich sogar auf, Leute. Ich dachte mir vorhin schon, krass, 4 FP erweckt, oder seine ist sogar Minus. Na, ich habe es mir jetzt nicht auswendig gemerkt. Ich wusste, hab mir nur die wichtigen Werte gemerkt, natürlich. Na gut, 24 Crit-Damage sage ich dazu nur. Auf jeden Fall... Wirklich sehr nice. Das Problem ist halt, dass es halt genau das ist, was ich jetzt momentan brauche. Also rüsten wir erstmal das Cruiser-Set mal aus, würde ich sagen. Er wird sich jetzt halt wirklich so denken. Er wird sich jetzt halt so denken, what the fuck, Alter. Ich fühle mich jetzt eigentlich irgendwie auch wie ein Arschloch. Aber ich habe ihn ja nicht gebeten, mir es zu schenken. Was halt wirklich das Einzige ist, was mich ein bisschen stört, ist, dass es einfach ein Rabbit-CS ist. Aber ganz ehrlich, ist mir halt eigentlich scheißegal. Also ich meine, ich mag das CS-Set nicht. Also es ist in meinem Least Favorite, würde ich fast sagen. Aber... Naja, mein Gott, also das ist ja nur ein Farm-Char und ganz ehrlich, mal ein bisschen Abwechslung ist vielleicht nicht schlecht. Ich spiele so wenig männliche Chars aktiv, also eigentlich nur mein Blade. Mein Knight spiele ich ja momentan gar nicht. Also eigentlich bin ich ja 24-7 auf Asumiao, zumindest wenn ich farme und so. Genau, und jetzt ist halt so, er hat mir der eine plus 2015 plus 13 und einen plus 19 geschenkt. Das heißt, der hat mir sogar... Okay, ich mache jetzt hier kurz ein Chatfenster zu. Ich habe es mir nur kurz durchgelesen, weil ich dann noch auf eine Nachricht geantwortet habe. Da antworte ich später drauf. Ich hoffe, ich vergesse es nicht. Auch übrigens sehr nice. Ich habe heute nur Zucker Crystal Eggs gedroppt. Lange nicht mehr. Sehr nice. Ja, ich habe jetzt hier einfach einen neuen Schmuck für meinen Ranger. Also statt ein 2x plus 18 hatte ich vorher, habe ich jetzt 1 plus 19, ohne dass ich selber upgraden musste. Sehr geil. Also habe ich 2x 19 und 3x 18. Also mein Schmuck ist jetzt wirklich schon nahezu perfekt. Sehr viel besser geht es dann wirklich nicht mehr. Wird dann auch irgendwann mal noch geupgradet auf alles plus 20. Genau, das heißt, ich habe jetzt den 1 plus 19, habe ich jetzt auf Asumiao genommen und jetzt habe ich ja das alte, also das habe ich jetzt so gemacht, mein Blade, ja, ich weiß, das ist jetzt sehr komplex, aber ihr müsst halt das Gesamtbild verstehen, ja, sonst versteht ihr nicht, worauf ich hinaus will. Hat jetzt halt 1 plus 18, den alten von Asumiao und jetzt den höchsten, den ich noch hatte, 15. Er hatte vorher 15 und 14
unter den Pseudomoi plus 18 und den Moi plus 18, das was Aso vorher hatte. Und der hat jetzt halt zwei Demois plus 14 von Olgro und meine beiden alten Ringe quasi. Also die von Olgro sind. Ah nein, der von Olgro ist der plus 13er, genau, und mein plus 14er. Und mein Blade hat jetzt meinen 15er und meinen 18er und den 19er von Olgro hat wieder Aso, miau. Genau, so ist das. Und jetzt fragt ihr euch bestimmt, wer zum Arschfick braucht bitte drei komplette Schmucksets mit der einen Ring in 2015? Das Ding ist, warum ich sie ungern verkaufen will, ist einfach, ich weiß nicht, ob es die jemals wieder geben wird. Und das ist halt für mich schon so ein Argument, dass ich die auf jeden Fall erst behalten werde. Und ich meine, wenn es die jemals wieder geben wird, vielleicht sogar nochmal bessere, wenn man weiß es ja nicht, natürlich ist es dann hart scheiße, aber stell dich mal vor, sie wird es nie wieder geben. Es hören immer wieder mal ein paar Leute auf, die ihre Sachen nicht verkaufen oder nicht verschenken, sondern einfach aufhören oder vielleicht auch einfach nicht mehr spielen können. Habe ich schon oft gehört, dass dann einfach das Game nicht mehr funktioniert und die Leute aus Frust oder einfach keine Lust haben, das Problem zu finden, zu lösen, oder es geht halt einfach wirklich nicht mehr oder der PC ist im Arsch oder sonst was. Und da gehen ja auch manchmal Schmucksachen verloren. Und das heißt, die Ringe werden werttechnisch wahrscheinlich niemals wirklich an Wert verlieren. Haben sie bisher eigentlich nie. Sie haben eigentlich immer an Wert dazu gewonnen. Clean sind die Teile ja mittlerweile unbezahlbar. Also da kannst du ja gleich plus 18 kaufen oder sparen auf plus 18 oder so, weil es macht eigentlich keinen Sinn, sich Clean zu kaufen. Weil Clean natürlich schon heftig ist, aber ja. Lohnt sich dann eigentlich mehr, gleich mehr auszugeben und dafür halt auch mehr zu bekommen, ohne das dann selber upgraden zu müssen. Und genau, deswegen will ich die halt eigentlich eher behalten. Und was jetzt halt der Hauptvorteil ist von dem Ganzen, ist, dass ich jetzt mein Blade, ihr habt es bestimmt schon gesehen, der ist jetzt, aber dazu kommen wir gleich noch, dass ich mein Blade hochleveln werde. Der ist jetzt schon Level 88. Ich wollte ihn ja eigentlich nicht höher als 86 machen, damit ich ihn immer noch als Aminos-Downer benutzen kann. Er ist Tramnook-Downer natürlich. Und ach scheiße, jetzt habe ich mich mit denen nicht gebufft, sondern muss kurz zurücklaufen. Und dass ich den jetzt hochlevel, hat einfach den Grund, dass ich den zum Aminos-Downer machen will. Jetzt kommt Aminos ins Spiel. Beziehungsweise vielleicht sogar so machen kann, dass ich ein zweites Aminos-Team zusammenbekomme mit meinem Farmpartner. Das heißt, wir brauchen nur einen zweiten Tank und mein Blade ist dann Damage-Dealer und Downer in einem. Und das wäre jetzt schon extrem nice, wenn man Aminos einfach zweimal farmen könnte. Also das wäre jetzt schon ziemlich chillig. Und deswegen habe ich mir das jetzt überlegt. Und dass ich aber weiterhin so Events farmen kann oder bei einem Drop-Event auch Tramnook downen kann, würde ich halt jetzt den Jester hochziehen, was ich ja von Anfang an eigentlich vorhatte mit dem Char. Ich habe ihn jetzt dann letztens mal auf 70 gezogen, dann haben wir ihn ja erstmal nicht mehr gezockt, weil mir die Klasse ehrlich gesagt nicht so sehr gefallen hat. Aber jetzt ist halt so. Jetzt hat er ein gutes Equip, jetzt hat er ein sehr gutes Equip und auf 75 Lutsakas Jojo und da müsste er eigentlich genug Damage machen, dass man da über die Klassennachteile hinwegsehen kann, weil er einfach genug Schaden machen sollte, dass das eigentlich keine Rolle mehr spielt. Jetzt hier so ein Gulla 4 Level über mir mit, sag mal jetzt einfach mal, 3 Hits gestorben. Gut, die Crit-Rate ist natürlich noch nicht so gut. Ja, aber Moment mal, sind das nicht 3 Hits? Ehrlich gesagt, ich habe jetzt nicht gescheit drauf geachtet. 3 Crits meinte ich eigentlich gerade. Was? Ich habe 55% Crit und so viele Mist. Ich habe nicht mein CS-Bit gerade auf dem, gell? Das ist ziemlich bitter. Wo ist ein Critical Swing? Das ist Critical Swing, okay. Genau, jetzt habe ich 95. Jetzt crit ich eigentlich jeden Hit. Eins, zwei, ja. Ach, kaum da hat er geblockt. Aber ja, wenn ich critte, 3 Hits, genau. Und du zackerst, Jo, was kriege ich denn da an Crit? Ach, das bringt keine Crit-Rate. Ah, stimmt, das hat mich ja auch so getriggert, gell? Stimmt, das hat mich auch so hart abgefuckt. Weil die halt diesen dämlichen Buff haben, der halt einfach 40% bringt. Aber das bringt einem halt nichts, weil das halt einfach so ein Scheiß-Buff ist, den man dann dauernd erneuern muss. Aber egal, der Boost von Lutsaka sogar ist ja auch damage-technisch so extrem krass, weil es halt einfach Ultimate ist. Und so viel besser einfach nur als G. Also das müsste trotzdem ziemlich heftig sein. Und dann kann ich halt nicht mit dem Blade. Wobei es der Schwachsinn ist. Also mit dem Blade wollte ich ja nie bei 11 Level höheren Mobs. Der hat auch. Ach, stimmt, der hat noch kein Permabeat-Pad. Genau. Also, was heißt noch keins? Also, ich werde nur zwei behalten, das Permabeat-Pad. Das ist quasi schon sozusagen in Anzahlung vom Verkauf. Hat er mir nämlich auch noch gleich donated, aber dazu komme ich gleich noch. Aber was sind droppen die für nice Sachen, Alter? Was ist das überhaupt für eine. Okay, eine Vakuum. 4%. Ja, auf jeden Fall dürfte der genug Schaden machen, dass ich da bei höheren Mobs. Also bei so drei, vier höheren Mobs Level höheren Mobs leveln könnte. Also im Endeffekt werde ich dann wahrscheinlich die ganze Zeit bei August sein und das dann ähnlich machen wie beim Blade. Also ich werde ihn auf 80 Master ziehen, dann werde ich die ganze Zeit bei August Events farmen und wenn ein Drop-Event kommt, werde ich das bei Tramnook dann mit dem Char einfach downen. Und was ich jetzt gerade mit Blade gesagt habe, also dass ich immer bei 11 Level höheren war, das wollte ich ja so gesehen nie, aber mein Blade hat halt einfach so ein gutes Equip, beziehungsweise so viel Schaden gemacht, dass es halt einfach keinen Sinn gemacht hat, bei
ja, 86 war er, bei August oder Mutant August zu sein, weil die halt einfach mit zwei Schlägen tot waren und dann nicht überall Drops rumlagen. Und das ist halt das, was mich stört es einfach, wenn jetzt zum Beispiel, das ist jetzt ein gutes Beispiel, jetzt liegen die Drops nicht rum, weil ich sie nicht aufheben kann. Wir können jetzt auch gleich aufhören, wir gehen jetzt auch auf den Blade, weil sonst macht das ja echt keinen Sinn. Ich wollte euch das nur kurz demonstrieren, in den nächsten zwei Streams wird das auch nochmal groß Thema sein. Deswegen wollte ich auch noch, also stimmt, das war auch noch ein Mitgrund, warum ich heute nicht gestreamt habe, weil ihr so, also jetzt hätte ich das in den Streams 20 Mal hintereinander erklären müssen. Muss ich so oder so, weil die Leute sich das Video hier nicht anschauen werden vor den Streams sehr wahrscheinlich, oder manche Leute werden sich es nicht anschauen. Ich meine, ja, kann ich ja keinem verüben. Ich meine, ich kann ja niemanden zwingen, mein Video vorher anzuschauen, aber deswegen mache ich es halt, damit zumindest schon mal die Stammzuschauer Bescheid wissen, warum jetzt wieder plötzlich alles anders ist oder warum ich jetzt den und den Char gerade spiele oder sonst was. Oh, Entschuldigung, ich habe vergessen, die Ansicht zu wechseln. Das waren jetzt nur 5 Sekunden, ich habe mich nur gebufft und 2 Mobs gekillt. Genau, jetzt level ich den hier halt, also ich habe gerade einen 1er Leech hinten dran und meinen RM, den ich vorher mal als Leech in Anführungszeichen hatte zum Party-Leveln und so, der ist jetzt halt natürlich nicht in der Party, weil die ist ja 107. Ich werde jetzt so auf Level 100 oder was weiß ich was machen, dann werde ich den, oder naja, ich werde wahrscheinlich direkt auf 110 machen, dann ziehe ich den RM da mit, aber der RM ist mir scheißegal, also der wird dann einfach nur als Buff-Char bleiben. Das spielt jetzt eigentlich keine Rolle, was mit dem passiert. Kann man vielleicht für einen anderen Char nochmal benutzen und dann vielleicht auch irgendwann Master machen, oder das ist jetzt eigentlich egal. Worauf ich hinaus will, ist halt einfach, dass der Jester nicht bei 11 Level höheren Mobs leveln muss, weil er ja, wenn er weniger Schaden macht, einfach zu August gehen kann. Und mit dem Lutsakas Jojo, oder naja, Lutsakas Crystal Jojo dann, wenn er 80 Master ist, dem 40% ATK-Set und den der eine Ringen plus 13 und 14 sehr wahrscheinlich 2-Hit, wenn er crittet, aber der Vorteil wird halt sein, da werde ich auf Crits nicht mal mehr angewiesen sein, also auf Critical Swing, weil das ich verstehe halt nicht, warum hält er nur 80 Sekunden, das ist so ein Scheißtrick, also wer auch immer sich das gedacht hat, wirklich, fick dich. Bei Gala, fick dich einfach nur. Ja, ich probiere wirklich weniger zu fluchen und so, weil das, ihr wisst warum, das habe ich schon oft gesagt, ich bin nicht mehr, ich habe mich geändert. Aber da muss ich wirklich sagen, also fick dich, du hast einfach mit diesem Skill hat man die Klasse hochgeboostet und keine einzige, weil, muss ich mal kurz nachschauen, nicht, dass ich jetzt scheiße laber, mich würde es jetzt wundern, wenn Ancient Jojo, das habe ich auch, glaube ich, schon mal nachgeschaut, wenn das jetzt plötzlich Crit-Rate geben würde und Lutsakas nicht, weil die haben ja immer die gleichen Effekte. Auch jetzt sagt mir nicht, da ist keins drin. Ach komm, jetzt mach dich nicht lächerlich, Spiel. Doch, sind welche drin. Bringt die gleichen Effekte, nur halt höher, logischerweise. Genau, bringt keine Crit-Rate. Das heißt, man ist eigentlich schon auf Critical Swing angewiesen, weil jede andere Klasse, die auf Crit-Rate irgendwo oder irgendwo Crit-Rate benutzt oder braucht, kriegt es ja zu fast 50%, muss man sagen, aus den Waffen. Vor allem Blade, die kriegen ja noch mehr. Oder, ja, auf jeden Fall viel. Und BP, Ranger, whatever. Na gut, Ranger nicht. Aber ja, halt alle anderen Klassen, die noch irgendwie Crit brauchen, kriegen das ja hauptsächlich aus der Waffe und dann noch ein bisschen Erweckungen vielleicht hier und da, je nachdem, welche Klasse jetzt genau man spielt. Und das ist halt bei Jester nicht so. Du hast nur diesen Critical Swing oder du musst halt schon krasse Erweckungen haben oder sogar Dex-Socken, also mit Dex und Crit-Rate dann logischerweise, aber das wird ja Schwachsinn, also es wäre Schwachsinn. Werde ich vielleicht zwangsläufig sogar machen, aber mal schauen. Also einfach so zwei A-Karten in Lutsakas Crystal Jojo ist jetzt nicht teuer und würde ja auch schon 4 Crit-Rate und 14 Dex bringen. Glaube ich, oder? Doch, A-Karten geben doch zwei. Ja doch, A-Karten müssen 2% Crit geben eigentlich schon. Ich socke nie A-Karten, deswegen keine Ahnung. Genau. Oder Moment mal, nein. Doch, das sind A-Karten, stimmt. 35, ja doch, genau, das sind 5 A-K- ja genau, passt. Nee, nee, doch, dann passt es. Also 2 Crit-Damage ist ja equals ja 2 Crit-Rate bei Fire und Electric ist ja immer der gleiche Prozentsatz, den man dazu bekommt. Genau, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Im Endeffekt wird halt einfach der Jester die Position des Blades übernehmen und der Blade, den werde ich jetzt auf Hero ziehen. Also nicht jetzt, aber im Laufe der Zeit. Wobei es heute jetzt sehr nice ist, weil 24 Stunden Lord Event. Also ich glaube zumindest, dass das 24 Stunden Lord Event jetzt heute schon anfängt. Ich dachte eigentlich, dass es Samstag auf Sonntag ist. Aber gut, so genau habe ich mir das ehrlich gesagt nicht gemerkt. Ich wusste nur, dass am Wochenende eins ist. Ach, ich habe es auch vergessen, euch zu sagen. Ach Mann, war ich gestern so scheiß müde mal. Aber ihr habt es ja hoffentlich alle mitbekommen. Ich habe es auf jeden Fall in irgendeinem Stream schon mal gesagt, weil Strea hat es ja schon angekündigt, dass er es eins macht. Im letzten Stream war es auch, genau. Der ist übrigens freigegeben, aber dazu komme ich auch noch gleich. Oder habe ich das schon gesagt? Ne, das habe ich noch nicht gesagt. Ja, es ist einfach so viel, was ich gerade sagen will, ich jetzt mir wirklich aufschreiben müssen, weil so viel sage ich selten in einem Video, dass ich, ja, mehrere Eckpunkte sozusagen erklären muss. Aber auf jeden Fall ziehe ich jetzt den Blader des Aminus-Downer hoch. Ich werde ihm wahrscheinlich auch noch eine andere Waffe geben, weil seine Waffen sind nicht wirklich auf Damage ausgelegt. Also schon, natürlich, aber ich habe halt Waffen gekauft, die jetzt halt ziemlich nice zum Leveln sind.
aber die man halt auch easy wieder verkaufen kann. Ich wollte halt nicht wieder mit den ganzen seelengebundenen Scheiß anfangen. Jetzt ist aber so, jetzt habe ich sogar eine Lutzaga Crystal Axe gedroppt, aber ich habe sogar eine Queen's Axe Master, die ist besser als Lutzaga Crystal, die werde ich wahrscheinlich dann eher benutzen als die Lutzaga Crystal, weil warum soll ich Lutzaga Crystal benutzen, wenn ich Queen's Axe Master habe? Die ist einfach besser. Sieht zwar hässlich aus, aber ist trotzdem besser. Genau, aber ich werde dann wahrscheinlich die Bloody Axe wegtun, weil im Endeffekt, ja, wobei doch, weil die Lutzaga, Moment mal, ich muss mal die ATK anschauen, ist die besser? Ja, natürlich ist die besser. Genau, die wäre dann meine Main Axe. Ah, Moment mal, wie ist denn das dann eigentlich? Weil die hat ja. Ach du Scheiße, es wird wieder so fuck kompliziert, Alter, weil ich davon einfach keine Ahnung habe, weil ich nie so wirklich Blade gespielt habe. Zumindest nicht gemaint habe. Aber wie war das nochmal? Also, es zählt ja nur einmal Piercing, gell? Deswegen ist die Bloody Axe, obwohl sie mehr ATK hat, ja auch nicht stärker. Also, ich habe trotzdem mit der GX mehr ATK. Das haben wir herausgefunden, als ich die auf Ultimate letztens gemacht habe, mit dieser Scroll. Letztens vor 2 Monaten oder 3 Monaten gefühlt. Aber weil die hier noch 25 SDR gepierst hat, hat sich trotzdem mehr ATK mit der. Das müsste man ausprobieren, aber ich will jetzt keine Lutzaga Crystal Axe oder Queen's Axe Master binden, nur um dann rauszufinden, dass es irgendwie schlecht war. Weil, wenn die AGX nicht mehr in der Main Hand ist, habe ich dann noch den Bonus von den 25 STR, weil die Queen's Axe hat ja keine Piercing. Es könnte halt sein, das weiß ich nämlich nicht, weil wie gesagt, ich kenne mich mit Blade nicht so gut aus, ich habe nie einen krassen Blade gehabt. Zählt das einfach einmal und dann halt in der Main Axe, oder wenn du es nur einmal hast, das Piercing, auch in der zweiten Axe. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass es nur in der Main Axe zählt. Weil wenn du gar kein zweites hast, also wenn nur eine Waffe gepierst ist, das ist dann egal, wo sie es drauf ist, zählt. Ja, müsstest du es halt ausprobieren, aber die scheiß Waffen sind halt 1,8 Milliarden wert, also Lutzaga Crystal und Queen Axe. Ah, das ist bitter. Scheiße. Weil selbst wenn das trotz, also es könnte trotzdem sein, dass ich mehr ATK habe, auch wenn die Piercing, weil es sind ja nur 25, ist der ist jetzt nicht so krass. Und die hat ja schon extrem viel mehr ATK, die Queen Axe. Also die hat eine maximale Waffenspanne, die ist weit über 100 mehr. Als, naja, es ist, die maximale Waffenspanne ist ziemlich genau 100 mehr als bei der AGX. Das heißt, es könnte sein, dass die 25 SDR sogar irrelevant sind und ich dann trotzdem mehr ATK habe, weil dann würde ich natürlich die AGX behalten, weil die ja noch den nicen Speed-Effekt hat. Und besser gesockt. Naja, besser gesockt ist die gar nicht. Aber besser erweckt. Ne? Oh, Alter, das ist so ein Struggle. Stimmt, da, ich habe mich noch gar nicht so genau drüber auseinandergesetzt, mit auseinandergesetzt. Wobei, wenn ich ihn auf Hero ziehe. Ja, aber eine Ancient Axe ist so fuck teuer. Eine Ancient werde ich nicht tragen. Auf keinen Fall. Dann warte ich lieber auf Royal Hammer. Master werde ich aber nicht droppen. Ach, scheiße. Mann, so genau habe ich mir das noch gar nicht überlegt. Aber das ist halt auf jeden Fall. Das ist heute erst entstanden, weil gestern hat das mir donated. Und heute habe ich mir erst richtig Gedanken drüber machen können, weil ich gestern so fuck müde war. Genau. Ach, scheiße, das ist. Er ist schon wieder so fuck kompliziert, Mann. Das regt mich einfach nur so auf. Ah. Naja, das sehen wir dann schon. Egal, ihr könnt es mir in die Kommentare schreiben. Also wie gesagt, Blade-mäßig bin ich echt ein Noob. Weil, ja, ich habe nie einen krassen. Das hier ist mein höchster, stärkster Blade, den ich jemals hatte. Also auf Clockwork ist gut. Der war auch so, aber der ist tatsächlich im Level niedriger. Der war auch 80 Master. Ich glaube, der ist nur 83 oder so. Dann habe ich ja aufgehört. Nee, das ist jetzt tatsächlich mein krassester Blade, den ich jemals hatte. Also, ja, ich habe keine Ahnung mit dem Piercing. Es ist auch schon wieder 2 Monate her, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Aber ich glaube, es war so, Piercing zählt nur in der First Hand. Und dann wäre es egal, wenn es die Second Hand wäre. Aber das Problem ist halt, dass ich dann trotzdem mehr ATK haben könnte. Ach, das ist wieder so ein Scheißtrick. Lol. Hier muss ich, by the way, mal sagen. Also ich will jetzt hier niemanden fälschlicherweise beschuldigen. Winsun. Den Namen habe ich auch schon ein paar Mal gehört. Winsun und Winmoon. Aber ich muss schon sagen. Oh, jetzt heilt er sich nicht mehr. Doch, er heilt sich immer noch. Also ich muss schon sagen, das hier sieht mir verdammt nach Levelbot kombiniert mit einem F-Tool aus. Wobei, ja doch, er hat keine MP mehr. Deswegen dauert es so lange. Weil so eine schlechte Magiebeschleunigung hat niemand. Na, also das sieht mir sehr stark nach F-Tool plus Bot aus. Also ich will jetzt hier niemanden fälschlicherweise beschuldigen, aber allein schon, wo die Chars stehen. Wobei, warum ist der andere nicht gestorben eigentlich? Ist hier irgendein Mob Lowlife? Das habe ich vielleicht schon gekillt aus Versehen, weil ich nicht drauf geachtet habe. Aber ich sehe die Leiche zum ersten Mal, also müsste das Slow Mob eigentlich bemerkt haben und dann die Leiche auch gesehen haben.
Also ich will jetzt hier wirklich keinen fälschlicherweise beschuldigen, aber zumindest sieht es mir sehr stark nach F-Tool aus. Ich meine, es kann natürlich Taste festgeklemmt sein. Aber das ist auch schon sehr unwahrscheinlich. Also ich weiß, also das sieht sehr komisch aus. Also ich meine, ich bin kein Detektiv, ja. Ich habe viel Detektiv Conan geschaut, gebe ich zu. Ich fühle mich auch wie ein Sherlock Holmes meiner Zeit. Nein, natürlich nicht. Aber, also, ich meine, wenn ich jetzt tippen würde, ich würde sagen, mindestens ein F-Tool ist im Spiel und wenn nicht sogar Farmbot plus F-Tool und das ist halt wirklich Todesstrafe. Also, wenn das stimmt, dann habe ich keine netten Worte für dich. Aber ich werde es jetzt hier nicht aussprechen, weil, wie gesagt, ich weiß es ja nicht hundertprozentig. Aber es sieht mir sehr stark danach aus. Riecht dir das? Es riecht nach Farmbot. Ticket schreiben, Boys. Nein, ich habe es leider nicht auf Video, wie er farmt, sondern nur wie er tot am Boden liegt. Aber ja, das ist schon. Ja, man sollte halt nicht sterben, wenn man so einen Scheiß schon macht, ne? Wobei, wenn man nicht stirbt und dann sieht sehen es andere Leute, dann ist eigentlich noch offensichtlicher als so jetzt. Aber egal. Jetzt habe ich vergessen, was ich sagen wollte. Scheiß Farm-Typi. Warum stirbst du da auch? Ach ja, stimmt, wir genau bei den Waffen waren wir die ganze Zeit. Ja, also wie gesagt, das müsst ihr mir in die Kommentare schreiben, weil ich weiß es wirklich nicht. Sowas steht auch leider nicht wirklich im Wiki, glaube ich. Und wenn doch, ich habe jetzt ehrlich gesagt keine Lust, da 10 Seiten vom Wiki über Blade oder über Piercing und so einen Scheiß durchzulesen. Weil Blade ist ja auch die einzige Klasse, die 2 Waffen hat. Also es wird auch wirklich, wenn überhaupt, wenn es irgendwo überhaupt steht im Wiki, dann nur sau versteckt. Also wäre nice, wenn mir das jemand sagen könnte. Oder ich frage morgen jemanden in der Guild, jetzt ist es schon wieder so spät, jetzt ist keine Sau mehr online. Deswegen wird das schwierig. Aber ja, ich werde wahrscheinlich morgen einfach in der Guild nachfragen und ihr habt es mir dann schon kommentiert, das sehe ich dann schon. Aber ausprobieren muss man es wahrscheinlich zwangsläufig, weil es halt nur 25 STR. Wenn es 75 wären, dann wäre es sehr wahrscheinlich stärker, weil das 100 ATK im Vergleich zu 75 STR, ja, wobei das könnte auch knapp werden, aber ich glaube, das sind die 75 STR aus dem Sockel besser. Außerdem, wenn die Ult 10 wäre, hätte die auch noch mehr ATK, dann wäre der Unterschied nicht so krass zu einer cleanen Queen 6 Master. Heilige Scheiße, so viele Worte in einem Zusammenhang sind schon heftig. Genau, auf jeden Fall ist das eben mein Plan. Also, Blade wird es in einfachen Worten, hätte ich mir letztens 35 Minuten sparen können, gefühlt. Blade von 80 Master Event Farm Schrägstrich Tram Knockdowner wird zu Damage Dealer Schrägstrich Downer A minus und Jester wird von nichts zu Event Farm Char und A minus und Tram Knockdowner. Genau. Also so ist quasi simpel erklärt, was ich jetzt gerade vorhab und deswegen verkaufe ich jetzt halt von Detonation nichts, aber das ist halt auch so eine Sache. Bis auf das CS-Pad, weil also 3 Permabeat-Pads, das ist mir dann tatsächlich auch zu viel, weil die sind schon sehr viel wert. Also die sind fast so viel wert wie in der 1 plus 18 mittlerweile, weil die W-Coins einfach so teuer sind und die Permabeats sind echt nicht billig. Die kosten jeweils 3000 W-Coins, also 30% Aktion. Das war schon lange keine 30% Aktion mehr. Und also im Endeffekt kosten sie 6000 W-Coins. Das heißt, nur die Beats ohne das Pad kosten 30 Milliarden, wenn du sie für W-Coins kaufst. Und dann das Pad in dem Fall. Stimmt, das habe ich ja noch gar nicht gezeigt. Also ich habe jetzt kein Luja mehr, sondern ein Hybrid Lycan. Das war eben auch die Donation. Das behalte ich auch, das Pad. Das habe ich vorher schon gesagt, weil ich den Lycan ziemlich nice finde. Ich finde, mir der extrem erinnert an Clockworks, weil mein Blade hat ein grünes M. Gut, CS ist zwar ganz anders, aber es ist halt wirklich krass. Also ich habe jetzt das gleiche CS-Pad. Ich habe das gleiche Level ungefähr. Und drück wahrscheinlich auch einen ähnlichen Schaden. Also, das ist wirklich Throwback-Time. Wenn ich jetzt noch das gleiche CS hätte, das wäre wirklich lustig. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht mehr, was ich für ein CS auf dem hatte als letztes. Moment mal, hatte ich nicht sogar ein Vampire-Set? Alter, das wäre schon saulustig. Aber ich hab's. Habe ich mir nicht. Oh mein Gott, das muss ich jetzt mal kurz nachschauen, was mir jetzt so gerade krass interessiert. Alter, Jungs. Das ist krass. Also, das ist krass. Also, das ist wirklich krass. Schaut euch das an. Das ist halt einfach 1 zu 1 der gleiche Char. Gut, hier bin ich kein 80 Master, das bin ich dann halt erst später. Oder 75 Master, whatever. Weil später sehe ich dann, glaube ich, sogar nochmal anders aus. Ich habe dann, glaube ich, das. Genau, ich habe dann die Bermuda-Shorts. Aber ich wusste, in einem Zeitpunkt hatte ich doch mal das Vampire-Set. Das habe ich mir sogar im Cash-Shop, glaube ich, gekauft. Heilige Scheiße, Alter. Ich dachte mir schon so irgendwie, also mir kommt so vor, als würde ich einfach, also einfach so Throwback, wann war das? 11.04.2015. Also wirklich einfach so ein 2,5 Jahres-Throwback. Heftig. Was habt ihr hier denn kommentiert? Der Star Striker. Sehr nice. Flyth Part 299 wird nicht angezeigt. Schauen wir mal. Doch, da ist er. Fettes Update und Codes. Codes. Kein Koks natürlich, eher Koks. Aber fand ich krass.
Also, weil es mir gerade so gekommen ist, Moment mal, ich hatte, aber ich wusste am Ende, sag ich, also ich wusste, dass ich auf 80 Master nicht genauso aussah. Ich wusste, da hatte ich nicht Vampire Set. Aber dann war ich mir nicht mehr sicher. Ich hatte doch mal eins und dann, ja, das musste ich jetzt einfach nachschauen, weil das hat mich jetzt einfach so hart interessiert und viele von euch wissen das vielleicht gar nicht, weil es ist ja schon 2,5 Jahre her, also ziemlich lange. Krass. Also auch die AGX in der First Hand und dann gut, Second Hand war halt irgendein Sword oder so. Weiß jetzt gar nicht mehr, was das war. Ach, Lutsakas Sword, das war nur geskinnt, gell? Genau. Und das erste war, glaube ich, ein Royal Hammer, keine AGX, aber halt mit AG geskinnt. Also ja, ja, auf jeden Fall. Sau lustig. Aber das ist halt einfach das Ding. Ich finde, das Vampire Set ist halt einfach klassisch und zeitlos. Also wir müssen es uns mal. Also ich finde halt einfach. Ich weiß nicht, ich finde das einfach so cool, auch der Zylinder. Hier habe ich noch die Imperial Shoes, weil die besser dazu aussehen als die normalen Vampire Shoes, weil die normalen Vampire Shoes sind halt so hohe Stiefel. Und naja, wir sind ein Mann, wir tragen keine hohen Stiefel. Also, bitte. Ich meine, gut, das sind auch hohe Stiefel, aber das sind halt Kampfstiefel, ja. Das andere sind so, stimmt, ich habe vergessen, hohe, dünne Stiefel, also sehen halt fast aus wie Frauenstiefel. Und wir sind keine Frau. Noch nicht. Vielleicht in ein paar Jahren. Nein, Moment, was? Genau. Habe ich auf jeden Fall die Imperial Shoes, die sehen dazu besser aus. Was geht hier eigentlich gerade? Aber ich habe den Scheiß-Bug, dass ich immer weiterlaufe. Fuck, Mann. Da war ich die ganze Zeit nur mit der Maus klicke und meine Hand gar nicht in der Tastatur ab. Die habe ich unter dem was. Zu viel Information. Genau. Auf jeden Fall ist das jetzt aktuell mein Plan. Also, Eugro, vielen, vielen Dank nochmal für die Donation, weil es hat mir halt so in die Hände gespielt. Also, ich kann das so gut verwerten. Du hast mir halt, und vor allem, er hat mir auch nicht extrem viel mehr noch donated. Das waren noch 2 Milliarden. Gutes CS-Pad, das ich jetzt wirklich nicht benutze, weil ich finde, drei Permabeat-Pads, das sind fast 100 Milliarden in Pads, in CS-Pads. Das ist mir dann ehrlich gesagt auch zu krass, ja. Also, man muss es nicht komplett übertreiben. Vor allem bei den Aminos Downchar braucht eigentlich auch nicht wirklich ein Suckblatt-Pad. Beziehungsweise kann ich dann einfach das von Asumi auch immer rüber traden. Weil Aminos dauert ja auch länger, beziehungsweise steht in Asumi auch in der Zeit eh nur rum und ich mache nichts. Und von dem her ist es nicht schlimm, das rüber traden. Ich muss eh den Clocker vorne dann immer rüber traden, bis ich einen zweiten habe. Also von dem her, das passt dann schon. Aber 30 Milliarden ist halt schon, ja, das ist mir schon fast zu viel. Also, na, das ist beschlossene Sache. Das dritte CS-Pad behalte ich dann nicht. Aber ich werde auf jeden Fall den Dükan weiter benutzen, weil ich es besser finde als das Luja, weil das Luja, ihr kennt es alle, das macht doch immer diese schreienden Geräusche. Ich glaube, Lykan hat keine Sound-Dingens. Na, wenn das seine Animation ist, dieses Hochgreifen, das hat keinen Sound, sehr schön. Und Luja macht ja immer, das machen ja die normalen Lujas auch, das macht das Baby-Luja CS-Pad genauso, dieses Krrrr. Das war eine sehr schlechte Nachmache davon, ich weiß, aber ich will jetzt nicht zu hoch machen, das hört sich nur so komisch an bei mir. Aber auf jeden Fall dieses Kühner-Kreischen halt und es ist einfach nur so eine Abfrage. Also, das geht einem so auf die Eier nach einer Zeit. Ich meine, außer wenn ich stream, spiele ich eigentlich nicht mit Sound oder wenn ich aufnehme natürlich, aber dann ist es ja nicht so lange. Spiele ich jetzt eigentlich nicht permanent mit Sound, aber beim Luja, also wenn ich den Sound anhabe, also bei Luja, da muss ich mir immer überlegen, ja, mache ich lieber den Sound von anderen Nexus an, glaube ich, weil das ist schon ein harter Abfall. Ich glaube, ich habe sogar den Sound von der falschen Nexus an. Ne, habe ich nicht. Fail. Genau. Und ja, also wie gesagt, das spielt mir halt wirklich sehr in die Hände, hilft mir wirklich gut weiter. Vor allem jetzt, die Leute wollten ja auch Magister sehen und jetzt können wir ihn halt endlich auch spielen mit so einem Set. Das ist halt wirklich sehr, sehr nice. Das andere Cruiser-Set, jetzt muss ich mal kurz schauen, jetzt ist die Echse hier voll untergegangen. Irgendjemand wollte das, glaube ich, sogar kaufen. Ich weiß nicht, ob es Crime FIFA war, aber aus irgendeinem Grund denke ich jetzt gerade an Crime FIFA. Also besser gesagt, oder auch bekannt als Kusune. Ich will jetzt hier nicht die ganzen Informationen von ihm droppen. Genau, das war nämlich auch nicht schlecht. Das wurde mir, glaube ich, auch donated. Das weiß ich schon gar nicht mehr. Aber doch, das wurde mir doch auch geschenkt. Genau, das hat nämlich drei Sockel mit Lightning 7K. Das ist relativ random. Und ansonsten ist es leider nicht so gut erweckt. Es bringt sogar, glaube ich, minus Crit Damage als Erweckung. Genau, minus 1 und minus 2. Das bringt minus 3 Crit Damage. Der Helm ist gar nichts und die Suit bringt so 18 STA. Ja, das ist ein bisschen random. Aber das werde ich dann halt einfach verkaufen. Also keine Ahnung, wie man da rausholen kann. Wobei die Suit hat halt drei Sockel. Also die dürfte gar nicht mal so wenig wert sein. Schauen wir mal. Genau, und ja, gut, einen Necklace bräuchte er noch, Necklace, aber naja, mein Gott, eine Klinik-Gore wird reichen. Genau, aber fände ich halt einfach am besten, weil, ich meine, natürlich, jetzt kommen wieder so Kommentare wie, warte mal, dann können wir hier in der Zeit auch weiter Halo-Boxen farmen, wenn ich hier noch weiterrede. Jetzt kommen hier so Leute wie, warum brauchst du denn drei Chars? Quitte doch alle deine Chars und steck all dein Geld in den Ranger und bla bla bla, die Kommentare höre ich seit ich mir mehr als einen Char unterhalte, equip-technisch, was ich mache, seit ich meinen Knight nicht mehr aktiv spiele. Und ich muss halt einfach sagen,
Erstens mal ist es halt eine Perspektivensache, weil ihr seht es jetzt aus eurer Perspektive, ich sehe es halt aus meiner, dass ich das Spiel jeden Tag spiele und spielen muss quasi, um Content zu produzieren und immer nur den gleichen Char spielen. Außerdem, was soll ich denn die ganze Zeit mit Asumiao machen, wenn ich wirklich alles in Asumiao stecken würde? Gut, hätte ich wahrscheinlich Anti-Equip, weil würde ich mir auf jeden Fall ein nices Set kaufen können, ich würde meinen Schmuck plus 20 machen können, eventuell würde ich dann auch CS kombinieren und halt meine CS-Sachen noch mit Fat Crit Damage und sowas machen, halt wie es die ganzen End-Equips haben. Hat eigentlich niemand, der keine Entequip hat, weil das so scheiße teuer ist und einfach so mega sinnlos, weil die Sachen dann nicht mehr tauschen kannst und die dann für immer gebunden sind auf einen Char. Also das sollte man echt erst machen, wenn man alles andere perfekt hat. Genau, aber ich finde halt einfach, dass es halt nur ein Char spielen ist halt erstens mal fuck langweilig und zweitens, um wirklich effektiv spielen zu können, oder nicht zu können, aber wenn man wirklich sehr effektiv spielen will und einfach auf verschiedene Sachen macht, wie wir eben Aminus-Downer, eventuell zwei Aminus-Teams haben, mit jemand anderem zusammen natürlich. Also ich meine, ich habe nicht selber zwei Tanks, zwei Damage-Dealer, zwei Downer oder sowas, also das wäre ein bisschen too much. Aber ihr wisst halt, worauf ich hinaus will, so ungefähr. Und ja, also ich finde dann einfach, dass es Sinn macht so. Und ich denke mal nicht, dass das Verschwendung ist. Und vor allem, ich finde es immer nice, wenn ich Donations benutzen kann und nicht einfach verkaufe. Das habe ich schon mal gesagt, das ist schon, glaube ich, wieder ein bisschen länger her. Aber ein Stück weit, also ich habe ja auch immer, ich meine, das glaubt mir wahrscheinlich immer keiner, aber es ist ja auch immer so ein Stück weit das Gewissen, weil jemand anders hat sich ja das erfarmt, der spielt und dann geht er einfach hin und schenkt es dir. Ich meine, natürlich sagt man nice, danke, aber es ist halt immer so ein Stück weit, ich meine, fühlt man sich jetzt schon so komisch, okay, der hat jetzt ewig lang gezockt und ich verkaufe das jetzt einfach und denke mir halt, jo, mach mir ein schönes Leben mit dem Geld. Weil natürlich irgendwo so ist es und ich meine, ich habe schon viele Donations angenommen, das heißt, wenn es nichts extrem Krankes ist, dann habe ich es eigentlich alles schon gesehen bisher. Aber nichtsdestotrotz freue ich mich über jede Donation und die war halt, wie gesagt, so, also erstens mal war sie viel wert, eine ziemlich große und zweitens waren es halt wirklich genau die Sachen, die ich eigentlich gerade brauche, um meinen. Ja, Setup, mein sozusagen das Flyve-Char-Setup zu erweitern oder zu verbessern. Und das ist halt schon nice, muss ich sagen. Also das ist halt wirklich, solche Donations gefallen mir halt wirklich am meisten, wo man nicht straight up einfach nur Perins bekommt. Ich meine, das ist natürlich auch nicht schlecht, vor allem wenn man Perins braucht, das ist mir schon klar. Oder sollte klar sein. Aber es ist halt einfach so, dass solche Donations halt irgendwie besser sind, weil man die Sachen halt einfach weiterverwertet. Finde ich halt einfach cooler, so als so dieses herzlose Verkaufen, wenn man so will. Oder herzlos ist so schwachsinnig, ich meine, ich verkaufe es halt einfach, aber ja, es kommt einem halt irgendwie so herzlos rüber, keine Ahnung. Es ist schwierig zu erklären, wenn man das ist. Ihr könnt es halt wahrscheinlich nicht wirklich nachvollziehen. Es ist schwierig zu erklären, wenn man es selber nicht durchlebt, sage ich jetzt mal. Genau, das Video hier ist extrem lang, schon über 30 Minuten, glaube ich. Ich würde jetzt auch dann gleich zum Ende kommen. Was ich noch sagen wollte, der Halloween-Stream, der ist jetzt online, er ist endlich mal verarbeitet. 4 Tage später haben sie sich gedacht, ja, gib mir ihn jetzt endlich mal frei. Ja, sehr frustrierend, dass es jetzt so lange gedauert hat, weil jetzt schaut ihn sich wahrscheinlich eh keiner mehr an. Müsste auch nicht, dass ich. Wenn ihr wollt, klickt durch. Das mit der Maske, wenn das interessiert hat. Entschuldigung. Da habe ich ein Bäuerchen gemacht, was ziemlich random ist, weil ich habe die ganze Folge lang nichts getrunken, aber egal. Was soll ich jetzt sagen? Das mit der Maske, genau, der Highlight-Clip, der war ja so ein bisschen. Ich wollte eigentlich einen anderen. Also ich wollte eigentlich das Gesamte, wo ich die Maske. Kurz bevor ich die Maske aufsetze, bis wo ich sie abgesetzt hatte, wollte ich halt quasi als Highlight-Clip machen, habe halt voll verkackt, aber hab's halt dann online gelassen, weil ich halt einfach mal schauen wollte, wie das so funktioniert mit dem Clip. Und wer das halt ganz sehen wollte, das kann man sich halt anschauen. Und ja, genau, was wir jetzt sonst noch gemacht haben, den Ivalice-Boss in Dark Rama gemacht. Also nicht den Ivalice-Boss, aber den Endboss von Dark Ra. Weil haben wir das. Ne, das haben wir im Video nicht gemacht. Genau, das haben wir zum Beispiel gemacht. Und ja, wie gesagt, kann man ja durchklicken, wenn es euch interessiert. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Wie gesagt, ich nehme es kein Übel, weil das ist jetzt so lange her. Halloween ist schon wieder 4, 5 Tage her. Also das ist. Es ist einfach so lächerlich. Also YouTube momentan tut mir wirklich keinen Gefallen. Die machen quasi alles, was ich mache, verzögern sie, behindern sie, ja, stören sie, was weiß ich. Also komme momentan echt hart verarscht vor von YouTube. Ist wirklich so. Genau. Ja, dann würde ich sagen, war es das eigentlich? Genau, weil jetzt viel, wirklich sehr viel Information hat, da hätte man jetzt easy fast 3 Videos draus machen können aus dem ganzen Zeug. Aber wie gesagt, ich werde jetzt da die nächsten 2 Tage wahrscheinlich streamen, wie ich entweder den Blade oder den Jester oder beide level und halt gleichzeitig mit Asumiao dann wieder farme, wie immer halt. Genau, weil ich halt einfach hier, also das ist halt eh das Nice, also egal welchen von beiden ich jetzt level, also worauf ich halt gerade Lust habe, farme ich halt in Astria einfach die Dinger, wobei es wäre Schwachsinn eigentlich jetzt den Jester noch anzufangen, weil die haben jetzt hier laufende Astria-Tickets, deswegen war ich ja gerade auch im Tower. Der Jester hat kein Astria-Ticket am Laufen.
Ja, stimmt, wahrscheinlich werden wir nur den Blade leveln, weil es macht jetzt wenig Sinn, eigentlich den Jester zu leveln, wenn ich. Also, ich will jetzt nicht vier separat. Fünf! Ja, aber den Einser-Leech auch noch, also. Außerdem ist es ja auch der Einser-Leech vom. Achso, gut, das ist ja der auch vom Jester, genau. Ja, bei den. Nein, Moment, nein, den Jester level ich jetzt auch mit einem MM. Mitten im MM. Ja, es ist. Also, ich will jetzt nicht fünf Ars-Retickets gleichzeitig laufen lassen. Ich meine, die sind nicht viel wert und ich habe durch die Gold-Packages genug erstmal, aber. Ja, man muss sie nicht komplett verschwenden. Also, so wertlos sind sie dann halt auch nicht, dass ich jetzt einfach 6, 7 Stück gleichzeitig aktiviert gefühlt. Das wäre auch schwachsinnig. Genau, deswegen läuft's. Ja, habe ich mir gar nicht so drüber nachgedacht, aber stimmt natürlich. Also, dann werde ich wahrscheinlich nur den Blade leveln jetzt erstmal. Aber der Jester ist dann auf jeden Fall demnächst auch dran. Und. Genau. Derjenige, der jetzt gerade, dem ich mal auf meine Nachricht antworten, der hat gerade geschrieben, dass er jetzt aufgeht. Deswegen ist jetzt blöd. Jetzt fühle ich mich wieder so ein absolutes Vollarschloch, aber. Weil die Aufnahmen bei mir in letzter Zeit immer so lange dauern, man, das dauert so lange, dass Leute on kommen und wieder offline gehen und ich krieg das nicht mehr mit, weil ich so fuck lang aufnehme. Das ist wirklich schlimm. Also wirklich sehr schlimm. Genau. Aber ich glaube, dann habe ich jetzt wirklich alles gesagt. Halloween-Boxenstand, also ich habe leider nur auf dem Char welche gefarmt. Das heißt, das ist tatsächlich mein aktueller Gesamtstand. Also gerade mal noch 444 Boxen, die ich mir holen könnte. Sehr wenig. Also ich wollte eigentlich 3k Pumpkin Pies mir farmen. Ich meine, wir haben noch eine Woche Event, also das Event endet erst am 14. Also es sind noch Zeiten, es ist das ganze Wochenende, Samstag, Sonntag noch und dann das nächste komplette Wochenende und natürlich unter der Woche auch noch. Also es ist schon noch Zeit, aber 3k Pumpkin Pies, das wird schwierig, das wird verdammt schwierig. Aber egal, ich werde noch so viel machen, wie es geht. Zombie-Boxen farme ich jetzt gar nicht, weil erstens mal brauche ich sie nicht und zweitens ist es Schwachsinn, weil ich werde die Pumpkin Pies haben. Das Nervige ist halt nur bei den Pumpkin Pie, also bei den Halloween-Boxen, da mögen halt die anderen Sachen, die Inventare so zu. Ich habe ja schon gesagt, dass ich werde dann von den Magic Room für Beginner die Pumpkin Master, da werde ich sehr viel löschen. CS-Pads werde ich wahrscheinlich noch nicht so viel löschen, weil die kann man tatsächlich noch einigermaßen gut verkaufen. Ich meine, 10 Mio pro CS-Pad, wenn du 80, 90 Stück hast, ich meine, das sind trotzdem ein paar Milliarde, die da rauskommen. Also wegwerfen würde ich die eigentlich schon ungern dann trotzdem. Solange man die noch halbwegs gut verkaufen kann, verkaufe ich sie noch. Ich meine, ich bin ja nicht blöd. Aber nervig ist natürlich schon, weil da müssen wir wieder 5 Chars voll müllen und ja, das dauert dann wieder 100 Jahre, bis der Scheiß dann mal verkauft ist, aber naja, hey, besser als kein Geld zu kriegen für. Genau. Und die Pumpkin Pies sind es wert, weil die sind so nice, ich liebe die so sehr. Das ist mein. Also ich glaube, die Pumpkin Pies, ich habe jetzt hier keine, ich wollte gerade hochscrollen und sie mir anschauen, weil sie so schön sind. Aber wirklich, ich glaube, Pumpkin Pie ist eins meiner Lieblings-Items. Also ich habe noch nie so drüber nachgedacht, was ist mein Lieblings-Item. Also jetzt nicht unbedingt Waffe oder Set, sondern mehr so wirklich Item, was man benutzen kann. Ich glaube Pumpkin Pie. Also wirklich, die sind so geil. Ich meine, natürlich so gesehen Lakotten, weil die sind genau das gleiche wie Pumpkin Pie, ist nur besser. Aber. Nee, wobei ich glaube Lakotten. Nee, haben Lakotten Cooldown? Weiß ich gar nicht. Aber ich hatte letztens, also ich hatte ja die Lakotten gestern im Inventar und die hatten Refresh-Animation, also Cooldown. Aber das war natürlich, weil ich anderes Food gefoodet habe. Also mein ganz normales Food, was ich immer foode auf Asumiau. Und da hatten die natürlich den Cooldown auch, weil da hat ja jedes Food den Cooldown. Außer Pillen, das ist ja dann wieder was anderes. Aber ihr wisst, was ich meine. Aber das heißt ja nicht automatisch, dass. Also gleich, gleich. Ich glaube, Lakotten haben keinen Cooldown. Bin mir sogar relativ sicher, dass die keinen haben. Genau. Aber gut, Lakotten sind in einer anderen Preiskategorie als fucking Pumpkin Pies. Also, das auf jeden Fall. Dieses Lachen hat sich gerade schon wieder so komisch angehört. Egal. Auf jeden Fall, sehr lange Folge of Life, sehr viel geredet. Aber ich wollte euch das auf jeden Fall erklären, was mir so durch den Kopf ging. Und wer es nicht versteht, naja, mein Gott. Man muss es sich ja nicht anschauen, man muss es ja nicht verstehen. Also, ja, keine Ahnung, ich mache das halt jetzt einfach so. Wenn es funktioniert, nice. Wenn es nicht funktioniert, wäre es ärgerlich. Aber was sollte da nicht funktionieren? Also, mein Blade sollte für Aminus stark genug sein. Der hat ziemlich viel ATK. Vom Damage her wird er wahrscheinlich nicht sehr viel weniger machen als Asumiau, was einfach nur fuck traurig ist. Vorausgesetzt, ich upgrade hier noch die Waffen technisch. Eventuell, ich meine, vielleicht hole ich mir dann sogar meine Ancient Decks, aber ich will ja eigentlich kein Geld ausgeben auf den Chars, auf meinen Nebenchars. Deswegen war es jetzt so nice mit der Donation, weil ich hätte mir halt niemals ein Cruiser Set plus 10 jetzt einfach so gekauft für den Jester. Oder hier irgendeine Waffe oder so. Wobei geschenkt hat er mir auch keine Waffe, aber gedroppt habe ich jetzt halt welche, die ich benutzen könnte. Und genau, wollte ich das auf jeden Fall nur nahe bringen. Und damit ihr eben auch wisst, was abgeht in den Streams, warum ich jetzt plötzlich mit dem Blade Level hier die ganze Zeit gesagt. Das ist halt jetzt wieder dieses Ding. Jetzt kommen wieder alle, oh, du hast ja die ganze Zeit gesagt, du willst den Blade nicht leveln. Ja, aber ist der da, das regt mich, das triggert mich jetzt schon, ey. Das ist der. Ach. Ah. Alles klar. Erstmal ein ADHS-Anfall. Ihr wisst, was ich meine. Es wird mich so triggern, Mann. Fuck. Ich weiß jetzt schon, dass es mich so triggern. Und Winston, Junge, warum stirbst du hier mit deinem Farmbot, Mann? Du machst dich lächerlich. Du machst dich wirklich lächerlich, mein Freund. Lächerlich machst du dich. Lächerlich.
Channel 2 Boys, Asria, Channel 2 auch, also Windsun. Haltet Ausschau nach ihm. Eventuell steckt ihr euch mit dieser F-Tool-Krankheit an. Vielleicht sogar Farmboard-Krankheit. Vielleicht auch gar nichts, vielleicht ist er einfach nur Noob und gestorben und stundenlang AFK. Will ich jetzt aber hier niemanden flamen für. Genau, auf jeden Fall danke fürs Einschalten. Macht's gut, rein. Vielen Dank fürs. Alter, warum sage ich das immer doppelt, ey? Ich hab's gestern falsch gesagt und zweite schon wieder. Vielen Dank fürs Einschalten. Und macht's gut, rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.